In der heutigen Vorstellung war ein Gelage bei den Germanen eine wilde Angelegenheit. Betrunkenes Grölen, Methörner und das Trinken aus den Schädeln besiegter Feinde. Alle bärtig, gewalttätig und pelzbehangen. Woher kommt ein solches Bild dieser Menschen? Das vorhandene schriftliche Material ist eine stilisierte, bestimmten Regeln folgende Literatur der römischen Aristokratie, der römischen Oberschicht. Und diese Literatur bedient sich alter Stereotypen. Diese verfestigten Bilder werden parallel zu einer wohl ganz anders gearteten Realität immer wieder reproduziert. Der Vorteil des archäologischen Zugangs, das Alleinstellungsmerkmal des archäologischen Zugangs ist es nun, ein viel breiteres, differenzierteres Bild zu gewinnen, als diese fokussierten Schriftquellen uns dies ermöglichen würden. HistorikerInnen sehen also die Vergangenheit durch eine römische Brille. Denn wo die Römer ihre Vorurteile aufschrieben, haben die Menschen nordöstlich des römischen Imperiums keine Bücher hinterlassen. Vielleicht kann uns die Archäologie sagen, wie barbarisch die Barbaren waren. In den Funden selber können wir diese wilde Germanengeschichte gar nicht so nachvollziehen. Wir sehen ganz, ganz feine Trinkgefäße, ganz filigrane Trinkgefäße aus Glas, aus Keramik oder auch aus edlen Metallen, hier diese Kelle Siebgarnitur. Das klingt in der Tat wenig barbarisch. Bei den Funden finden wir zum Beispiel die signifikanten Rüsselbecher. Das sind Gefäße mit ganz fein ausgeformten Höhlungen, die den Wein atmen lassen. Das erstaunt sogar heutige Weinkenner. Man nimmt den Wein aus diesen Rüsselbechern, er atmet und man kann aus diesen Rüsselbechern nicht schnell trinken. Wenn man zu schnell ansetzt, kippt der Wein einem ins Gesicht und man macht sich absolut lächerlich. Das hätte keiner gewollt. Das waren repräsentative Gefäße. Man wollte schick aussehen, man wollte Lebensart zeigen, man wollte Kultur zeigen. Und dafür hat man diese feinen, römisch nachgeahmten Gefäße benutzt. Man wollte also auch im Barbarikum so schick trinken, wie man es in Rom tat. Doch woher kommt bei den Römern das Bild der rauen Sitten der Germanen? Und was machte all dieser römische Wein mit den kleinen Stammesgesellschaften? Sie organisieren sich immer mehr an den Bedürfnissen der römischen Welt. Und die Bedürfnisse dieser römischen Welt, die sind ganz häufig militärischer Natur. Man könnte vielleicht sagen, Gruppen, militärische Verbände von wenigen Dutzend, vielleicht 100, 200 Kriegern, die üben Polizeifunktionen im römischen Interesse, im römischen Auftrag, weit weg von den Grenzen aus. Und diese stark hierarchisierten Verbände nun, die werden von einer Elite angeführt. Da können Sie an eine moderne Armee denken, an Offiziere, die leben von diesen Aufgaben. Und diese Leute, die inszenieren nun Feste, um ihren Status zu feiern, um ihre Gefolgsleute zu belohnen. Und auf diesen Festen darf man sich ausführliches, exzessives Trinken gerne vorstellen. Hier inszeniert sich dann natürlich auch eine an Gewalt gewöhnte, Gewalt ausübende Gemeinschaft von Soldaten, von Kriegern, hätte man früher vielleicht gesagt. Ich finde, der moderne Begriff Soldaten ist durchaus angebracht. Und denken Sie an Presseberichte aus Bundeswehrkasernen unserer Tage. Wenn Soldaten feiern, dann kann es schon mal deftig zugehen. Es scheint also beides gegeben zu haben. Das hemmungslose Gelage der Soldaten und das gehobene Trinken aus der feinen Glasware. Und lesen wir bei römischen Autoren von ungehobelten Barbaren, müssen wir immer auch fragen, wen der römische Berichterstatter da getroffen hatte. Ein Beispiel aus Gallien wäre
bekannter römischer Dichter und Aristokrat, Sidonius Apollinaris, sitzt im ersten Stockwerk seiner Villa und beschwert sich dichtend lautstark darüber, dass burgundische Soldaten, die von ihm unterzubringen und zu versorgen sind, sich ranzige Butter ins Haar schmieren, die sie als Pomade verwenden, und die ganze Nacht den Tanzboden stampfen und hemmungslos trinken und grölen, so wie Barbaren das eben zu tun pflegen, so wie Soldaten das eben zu tun pflegen.